Ihr habt in eurer Stadt sicherlich schon die Fahrradkuriere von Foodora und Deliveroo gesehen. Das heißt, beide Unternehmen sind kräftig im Expandieren und Food Delivery ist weiterhin ein heißes Thema. Bei Services wie Foodora kann man sich nicht nur das übliche Fastfood liefern lassen, sondern diese haben vor allem eben auch gute Restaurants im Angebot, die sonst keinen eigenen Lieferservice haben. Das heißt, durch solche Services könnt ihr jetzt endlich auch bei eurem Lieblingsrestaurant bestellen, was vorher eben nicht ging. Meine eigene Erfahrung mit diesen Services war bislang sehr positiv. Die Lieferung war schnell und zuverlässig. Das Essen war noch warm und 3 Euro Liefergebühr finde ich ziemlich fair, wenn ich dafür bei schlechtem Wetter nicht selbst aus dem Haus muss. Damit das Ganze langfristig erfolgreich ist, müssen drei Parteien zufrieden sein. Erstens die User, zweitens die teilnehmenden Restaurants und drittens natürlich auch die Lieferservices selbst. Ich glaube, der User-Nutzen, der liegt auf der Hand. Der Service ist jetzt schon recht gut und wenn jetzt noch mehr gute Restaurants mit an Bord kommen und die Logistik noch weiter optimiert wird, dann wird die User Experience noch besser. Für die teilnehmenden Restaurants scheint es sich auch zu lohnen. Die Provision liegt zwar bei rund 25%, was nicht gerade wenig ist, aber ich habe zum Beispiel mit meinem lieblingsmexikanischen Restaurant gesprochen und die meinten, 25% sei kein Problem. Und ich glaube, dass mit der Zeit die Provision für die Restaurants auch weiter sinken wird. Die dritte große Frage ist aber natürlich, können diese Lieferdienste profitabel arbeiten? Rechnen wir das Ganze mal durch. Nehmen wir mal an, die durchschnittliche Bestellung liegt bei 30 Euro, dann sind 25% Provision davon 7,50 Euro. Dazu kommen noch 3 Euro Liefergebühren, das heißt, pro Bestellung verdient der Service ungefähr 10 Euro. Allerdings müssen Sie schon sehr viel Geld im Marketing dafür ausgeben, um User dazu zu bringen, die App runterzuladen und auszuprobieren. Langfristig kann sich das Ganze nur lohnen, wenn die User mehrfach bestellen. Jeder User, der die App nur runterlädt und einmal ausprobiert, ist für diese Services ein Verlustgeschäft. Meine Prognose ist, dass sich dieses Geschäftsmodell auf jeden Fall langfristig durchsetzen wird. Es ist aber allerdings noch vollkommen offen, wer hier das Rennen machen wird. Derzeit gibt es noch recht viele Anbieter. Ich glaube, am Ende wird es nur ein, zwei große Anbieter geben. Und es wird spannend sein zu sehen, was passiert, wenn noch Giganten wie Uber oder Amazon in diesen Markt mit eintreten.